Susan hier. Oder Susanne. Hallo. Hallo, wie soll ich sagen? Susanne. Du bist 22, ne? Ja. Die dritte Frau heute. Hey. Die dritte Frau? Alle guten Dinge sind drei. Daraus wollen wir natürlich nicht schließen, dass die Frauen in Sachen Sex am meisten lügen. Nein, auf keinen Fall. Nein, nicht wirklich. Nee, aber wirklich. Man sagt, man könnte eher so sagen, man hätte über die Klappe der Liebe willen. Ist das bei dir so? Ja. Erzähl mal, genau. Also es ist einfach die Sache. Ich bin jetzt ja 2 Jahre mit meinem Freund zusammen und dann fing das irgendwie an, so ja, mal so Rollenspiele. Mhm. Und mit der Zeit ist das dann so eskaliert, dass er wirklich so einen Fetisch entwickelt hat, so mit Züchtigen und sowas alles. Mit Züchtigen? Ja. Mit Schlagen? Ja. Das heißt, du bist in der Rolle der Untergebenen? Ja. Und er schlägt dich in diesem Rollenspiel? Ja. Wie schlägt er dich? Ja, ist ganz verschieden. Also mal mit einem Kleiderbügel, mal mit einem Ledergürtel. Ein Kleiderbügel? Ja. Wohin? Auf den Hintern. Auf den ja. Hintern. Mhm. Heftig? Nee. Aber immerhin schlägt er zu. Ja. Mhm. Was muss er noch? Was musst du noch machen? Oder was macht er noch? Ja, das läuft dann so ab, so von wegen so, ich das Schulmädchen, eher der Lehrer. Und sag uns da mal ein Beispiel. Es läuft dann immer so mehr oder weniger gleich, aber ich meine, es ist nicht immer nur so. Aber er hat halt dementsprechend schon einen Raum eingerichtet. Und also, ja. Was befindet sich in dem Raum? Ja, so mehr oder weniger so halt Utensilien. Und welche Utensilien sind das? Ja, diese ganzen Schulmädchenklamotten, sein... Schulmädchenklamotten? Ja. Das heißt, du musst dich dann anziehen wie ein kleines Schulmädchen? Ja. Mit kleinem Turnister und Kniestrümpfchen und sowas? Ja, so ähnlich, ja. Und dann? Jo, dann geht das dann halt los, so von wegen so, du hast ja schon wieder dieses und jenes gemacht und schämst du dich nicht und... Mhm. Ja. Und dann spielt er so eine Lehrer-Schüler-Situation und ab und zu kriegst du noch eine gescheuert. Und das erregt ihn dann. Ja. Ist er dann in diesem Rollenspiel, zieht er sich auch an wie ein Lehrer oder steht er dann nackt vor dir? Er steht dann eher schon so als Lehrer vor mir, aber dann, ja. Nach und nach steht er irgendwann noch nackt vor dir. Ja. Endet das Ganze immer damit mit Geschlechtsverkehr? Ja. Mhm. Ist dieser Geschlechtsverkehr auch sehr, ich sag jetzt mal, rabiat und eher brutaler? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also so, dass du davon, so wie du jetzt auch klingst, gar nichts davon hast. Ja, so ist es. Dir macht das überhaupt keinen Spaß? Nee, überhaupt. Kein Stück. Aber es ist halt die Sache, er kann auch anders sein. Er ist eigentlich so lieb. Er gibt mir im Grunde genommen alles. Er liest mir alles von den Augen ab. Mhm. Glaubt er denn? Spielst du ihm das so vor? Unser Thema heißt ja das, spielst du ihm das so vor, als würde es dir Spaß machen? Ja. Also er glaubt, dass das alles... Ich will ihn ja nicht verlieren. Das ist ja die Sache. Ich will ihn einfach nicht verlieren. Mhm. Er ist mir so wichtig. Er gibt mir... Also wenn er nicht gerade diesen Spleen hat, sage ich mal, gibt er mir so viel. Er liest mir wirklich alles von den Augen ab. Wie oft gibt es denn diese Sexualität? Wie oft passiert das? 2-3 Mal im Monat. Mhm. Das ist schon... Reicht dir dann schon dicke, ne? Ja, natürlich. Ja. Gibt es nebenher auch normale Sexualität? Ja, klar. Das schon? Mhm. Ja. Mhm. Aber dann irgendwann überkommt es ihn wieder und dann musst du mit in das Zimmer? Ja. Mehr oder weniger? So ja. Was ist in dem Zimmer noch? Sind da auch so SM-Utensilien? Also weiß ich jetzt, dass er dich an ein Kreuz bindet oder irgend sowas? Nee, gar nicht. Das ist halt, ja, keine Ahnung, so Schulbänke. Und das ist dann, das ist sein Ding? Das ist sein Fetisch? Ja. Ja. Dieses absolute Schulmädchen-Ding. Ja. Sonst gibt es keine Kleidung, die du anziehen musst, außer diesem Schulmädchen-Ding. Nein. Mhm. Wie lange dauert denn dann immer so ein Rollenspiel? Stunde, 1,5 Stunden. Mhm. Und dann denkst du, guckst auf die Uhr und denkst, hoffentlich habe ich es bald hinter mir. Ja, natürlich. Mhm. Und spielst du ihm dann auch einen Orgasmus vor? Ja. Ich tue ja wirklich so, als ob das auch voll mein Ding wäre. Mhm. Weißt du, Susanne, da setzt meine Kritik bei dir ein.
Ja, aber was soll ich denn machen? Ich finde, man kann jetzt deinem Freund nicht mal einen Vorwurf machen, weil der weiß ja gar nicht, was los ist. Warum machst du denn den Mund nicht auf? Du sagst, du hast Angst, ihn zu verlieren. Bist du sicher, dass du ihn verlieren würdest? Wenn du sagst, das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist mir richtig ekelhaft. Du sagst sonst, der wäre so lieb zu dir. Der trägt dich auf Händen, ne? Sagst du so. Ja. Der liebt dich. Ja. Ja. Wenn der Mann dich wirklich liebt, garantiere ich dir, Susanne, dass der aus allen Wolken fällt, wenn du sagst, das mag ich überhaupt nicht. Und es wird dem weh und leid tun, dass er es mit dir gemacht hat. Ja, ich habe trotzdem Angst davor, weil ich will ihn ja auch eigentlich gar nicht enttäuschen. Ja, aber du enttäuschst ihn im Prinzip jetzt schon dadurch, dass du ihn belügst. Du belügst ihn ja. Wenn ich dein Freund wäre, ich stelle es mir gerade mal so vor, und würde das im Nachhinein erfahren, dass du mir das vorgespielt hast, wäre ich sauer auf dich. Da würde ich immer sagen, hey, immer, was haben wir denn für eine Beziehung? Ich will, dass wir eine gute Beziehung haben, wo man immer alles sagt. Und du spielst mir da jetzt schon seit, wie lange geht das jetzt schon? Ich würde sagen, so halbes bis dreiviertel so. Jahr. Ein Dreivierteljahr so Sachen vor. Und ich denke, dir geht es gut dabei, aber dir geht es gar nicht gut dabei. Wäre ich stinksauer erstmal. Ja, aber es ist halt die Sache, es ist für mich, ja, es ist irgendwo eine Notlüge. Ja, aber ich verstehe die Not nicht. Du hast ja noch gar nicht ein einziges Mal ausprobiert, ihm die Wahrheit zu sagen und kennst überhaupt gar keine Reaktion. Ich habe einfach Angst davor. Ja, das verstehe ich, aber ich möchte dir die Angst nehmen, weil ich... Ja, aber man weiß ja auch gar nicht, was er da macht, wenn ich nicht mehr herhalte. Du denkst, dass er dann irgendwie fremd geht und sich das woanders holt? Ja, auch. Mhm. Aber das muss man doch in einer Beziehung, in einer guten Beziehung, alles besprechen, Susanne. Sonst... Ich habe halt auch Angst davor, dass er sich dann an kleinen Mädchen vergreift. Ach, so weit geht die Angst. Ja. So weit geht die Angst. Hast du ihn da schon genauer beobachtet, dass er... Nein, aber ich meine, wie kommt man denn allein schon auf den Gedanken, irgendwie so ein Schulmädchen-Fetisch auszuleben? Mhm. Ich meine, da muss man doch schon irgendwo auf den Gedanken kommen. Mhm. Mhm. Na gut, dann kann man vielleicht sagen, das ist wirklich nur im Rahmen eines Rollenspiels. Ich will es nicht verharmlosen, um Gottes Willen. Ich weiß es nicht. Aber auch das muss man in einer Beziehung besprechen. Ja, natürlich, aber man weiß dann auch nicht, wie er dann wirklich reagiert. Weißt du, Susanne, selbst nehmen wir mal an, wir wollen es nicht hoffen, dass er diesbezüglich gestrickt ist. Ist das auch noch keine Garantie, dass es nicht doch auch noch irgendwie anders ausleben würde wollen, wenn ihr es denn auch spielt, weißt du? Ja. Also da würde ich jetzt wirklich die frontale Offenheit fahren und auch dieses thematisieren. Ich würde denen auch sagen, pass auf, ich habe richtig Schiss, dass du irgendwie pädophil drauf bist, dass du auf kleine Mädchen stehst. Stimmt das? Hm. Lass uns darüber reden. Und ich würde ihm auch immer wieder signalisieren, dass du zu ihm stehst. So, du liebst ihn ja sehr. Dass du ihn jetzt nicht aus Empörung verlässt, sondern dass ihr dann gemeinsam etwas unternehmt. Aber ich würde mich auf keinen Fall mehr weiter in diese Spirale. Ich meine, ein Dreivierteljahr ist eine Menge Zeit, aber es geht noch. Stell dir mal vor, du machst das ein paar Jahre mit. Da gehst du ja auch vor die Hunde. Nicht vielleicht direkt vor die Hunde, aber das ist schon eine extreme Belastung für die Beziehung, wenn du da sowas mitmachst. Ja, natürlich, aber ich sag mal, wenn ich nicht mehr herhalte, wer weiß, was dann passiert. Ich habe da einfach Schiss vor. Ja, das verstehe ich ja auch. Das ist ja auch gut und ich finde auch ehrenwert, dass du so denkst. Aber ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Die Lösung ist, ich sage immer das auf der Basis dessen, dass ich glaube, dass ihr beide euch liebt. Die Lösung ist immer, dass man das ausspricht und dass man das gemeinsam versucht hinzukriegen. Und wenn man das nicht gemeinsam schafft, dass man sich von außen professionelle Hilfe holt. Weißt du, du unterstützt doch letztendlich, nehmen wir mal an, er hätte so eine Veranlagung. Letztendlich unterstützt du sie durch dein Rollenspiel. Ja, aber ich sag mal... Ich weiß, du sagst lieber... Vielleicht kann ich dadurch halt noch Schlimmeres verhindern. Vielleicht, aber vielleicht brennt sich das dadurch auch noch immer mehr ein und irgendwann bricht er eh aus und macht dann irgendwas. Ich finde es nicht die richtige Lösung. Ich würde ja gerne mal, ich merke, dass du skeptisch bist. Ich sag dir das ja nur so als meine Meinung. Du weißt vielleicht, dass ich immer einen Psychologen im Hintergrund habe. Mhm. Wenn du möchtest, biete ich dir an, kann dir mein Psychologe, der Peter, auch noch seine Meinung sagen zu dem Fall und zu dir. Und dann kannst du einfach auch für dich entscheiden und auswählen, was du für richtig hältst. Also ich glaube schon, dass ich, also ich denke mal schon, dass ich jetzt wohl schon zu ihm hinfahren werde. Also ich bin gerade bei einer Freundin und ja, wir haben da halt so drüber geredet und sie sagt halt so, ja komm, mach und ruf an und ja. Also wenn du das Gespräch noch haben möchtest, biete ich es dir gerne an mit dem Peter. Ja, also ich denke mal, dass ich dann jetzt direkt hinfahre und dann mit ihm reden werde. Okay.
Ich wäre interessiert, was raus geworden ist. Schick uns doch mal eine Mail die nächsten Tage. Kann ich machen, ja. Das fände ich sehr gut. Liebe Susanne, alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Melissa.